Hallihallo, ihr Lieben, willkommen zurück zur Nomaden-Challenge hier bei The Long Dark. Und heute heißt es für uns: Auf zur letzten Station! Wirklich, es ist nur noch eine Station offen, die wir abklappern müssen. Ich zeige es euch hier nochmal in unserem Missionstagebuch. Es bleibt nur noch die Berghütte in der Wolfsbergregion, glaube ich. Und das hatte ich ja bereits in der letzten Folge gesagt. Wir müssen dann hier zurück zu dem Ort des Zwiespalts, nannte er sich, glaube ich. Und dort von hier aus gesehen nach links laufen. Ich würde jetzt ja auch mal sprinten, obwohl... nein, sollten wir nicht tun. Eine Schwierigkeit besteht nämlich noch, mal davon abgesehen, dass wir natürlich nicht an Wölfen oder Bären sterben dürfen. Aber um in diese Region zu kommen, müssen wir ein Kletterseil nach oben gelangen. Und für Kletterseile braucht man möglichst volle Ausdauer. Ich habe natürlich auch sehr viele Notfallstimmspritzen, so Adrenalinspritzen einstecken. Die könnte ich halt auch benutzen, um das Kletterseil hochzukommen. Aber eigentlich, ja, wäre es vernünftiger, wenn man sich keine Drogen einwirft. Ja, ne? Nee, also ihr wisst, was ich meine. Wenn man es normal versuchen kann, sollte man das doch auch normal versuchen. Deswegen ohne Spritze und dann müssen wir halt die Ausdauer vorher sparen. Das kriegen wir doch hin. Wir dürfen halt auch nicht unbedingt überladen sein. Sollten wir dann doch überladen sein vor dem Kletterseil, müssen wir gucken. Entweder wir werfen ein paar Sachen ab, die wir dann nicht mehr brauchen. Weil wie gesagt, wir sind ja dann so gut wie da bei der letzten Station. Das ist dann wirklich nicht mehr weit. Und wenn man dann dort in der Station nicht genug Nahrung hat oder sowas, Hauptsache man überlebt, bis die 3 Tage vorbei sind, auch wenn man ein bisschen Trefferpunkte verliert, ist es ja dann nicht so schlimm. Die Challenge ist dann ja dennoch geschafft. So, hier ist der Ort des Zwiespalts. Und hier müssen wir dann links entlang. Die Autos hatten wir bereits durchgeguckt. Jetzt müssen wir nur noch den Aufstieg finden zu dem Kletterseil. Das ist immer ein bisschen versteckt. Ich gehe hier erstmal diesen Hügel nach oben und dann gucke ich oben angekommen mal, ob ich die Stelle schon sehe. Da ist theoretisch auch noch eine kleine Hütte in der Nähe. Genau da vorne, gerade hin. Ist es bereits. Und vielleicht seht ihr da auch schon das Kletterseil, also da hoch müssen wir. Gewichtsmäßig sind wir wohl gerade so drunter. Ich gucke da nochmal schnell. Ja, also wir können gar nichts weiter aufsammeln. Selbst wenn es jetzt hier noch was gäbe. Was ich euch auf jeden Fall zeigen werde, wer das noch nicht kennt. Also, wir gucken hier mal durch. Also Nahrungsmittel würde ich vielleicht doch mitnehmen. Könnte sich auch nochmal ein Feuer machen. Holz ist da auch da. Wer das noch nicht kennt, hier hinter diesem Baumstamm gibt es nämlich noch so eine Luke normalerweise. Genau, die ist auch hier. Und da drin gibt es ein Bett. Ich glaube, einen Ofen gab es auch. Und meistens auch noch diverse Vorräte. Also wer an der Stelle dann hier noch irgendwas braucht, sollte da unbedingt reingehen. Ich werde mir das jetzt sparen. Ich möchte hier nämlich das Kletterseil nach oben klettern. Ich hoffe, dass meine Ausdauer reicht. Wie gesagt, überladen war ich nicht. Man müsste das eigentlich schaffen.
Wer sonst irgendwie Probleme hat, kann auch da unten, wie gesagt, bei der Klappe sich ausruhen, Kräfte tanken. Das geht, gar kein Problem. Aber wir haben das ja auch ganz problemlos geschafft. Wunderbar. Das Kletterseil müssen wir nicht mitnehmen. Wir laufen ja einfach weiter. So, rüsten wir uns wieder das Gewehr aus. Hier kann ich dann auch wieder rennen. Da braucht man keine Ausdauer weiter sparen. Und jetzt kommt nämlich gleich der Übergang in die nächste Region und für uns in dieser Challenge die letzte Region, die wir aufsuchen müssen. Und dann müssen wir nur noch zur Berghütte kommen und dort die 3 Tage absitzen. Dann haben wir es wirklich geschafft. Diese sehr umfangreiche und lange Mission oder Challenge. Idyllisches Tal verlassen. Und willkommen auf dem Wolfsberg. Der Name ist Programm. Durchaus, aber das ist es ja in jeder Region hier, mehr oder weniger. So, wer die englische Version spielt, das ist dann Timberwolf Mountain. Ja, man glaubt es kaum. Na gut, mittlerweile weiß gar nicht, wie viele Tage wir inzwischen in dieser Challenge überleben, das können wir ja dann mal nachgucken. Aber sie hat mittlerweile schon sehr viele Nächte überlebt. Da sollte sie sich nicht so sehr mehr wundern über diese eine weitere Nacht, die sie überlebt hat. Aber vielleicht ist ihr auch bewusst, dass es keine Selbstverständlichkeit ist hier bei The Long Dark. Da lauert der Tod an jeder Ecke. Und in dieser Region, das ist halt auch so wie ein Gebiet, ein Flugzeugabsturzgebiet. Man findet an diversen Stellen immer so Trümmerteile. Hier sieht man zum Beispiel einen Teil der Landeklappen, also hier, ne? Fahrwerk. So kann man es natürlich auch bezeichnen als Fahrwerk. Man kann tatsächlich auch solche großen Container, die auch aus dem Flugzeug kommen, mit dem richtigen Werkzeug öffnen und da drin Sachen finden. Aber dieses Werkzeug habe ich nicht dabei. Deswegen brauche ich da gar nicht erst hingehen und mir das angucken. Wir laufen hier einfach schön weiter Richtung Berghütte. Wir folgen im Prinzip hier diesen vielen Trümmerteilen. Hungrig scheint sie schon wieder zu sein. So, dann haben wir hier den umgeknickten Baum, der wie so einen Torbogen bildet. Da müssen wir drunter durch, wenn ich mich recht erinnere, entsinne. Und dann müsste man die Hütte eigentlich schon sehen können, würde ich sagen. Genau, da ist sie. Da ist sie. Unsere letzte Station in unserem Nomadendasein. Mit wunderschönem Ausblick. Berghütte. Ist doch toll, oder? So, und hier gibt es dann auch eine Seite aus dem Klettertagebuch. Haben wir halt den Gegenstand gefunden.
kann ja mal hier, wir müssen ja eh die Zeit runterschlagen, ne? Guck mal doch mal. Wir sind ja auch Fähigkeit aufgestiegen bei Querschusswaffe das letzte Mal. Du hast etwas mehr Erfahrung im Schießen auf deinem Konto. Du bist genauer und weißt, wie du dein Gewehr funktionstüchtig hältst. Kritische Trefferchance um 10% erhöht. 2 Zustand pro Reparaturaktion. So, dann haben wir hier eine Notiz von 13 gefunden. Kann ich mir die auch nochmal durchlesen, untersuchen? Seite aus dem Klettertagebuch, Kletterertagebuch. Also, wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr hier an der Stelle das Video vielleicht pausieren und euch das mal durchlesen. Ich kenne es bereits. Ja, wen es interessiert, der kann sich das gerne angucken und durchlesen. Ne? So, ja, hier gibt es halt, wie gesagt, auch ein Kletterseil. Pfeile, das brauchen wir alles nicht mehr. Hier drunter Erste-Hilfe-Set brauchen wir auch eher nicht mehr. Was vielleicht noch ganz praktisch wäre, wäre ein bisschen Holz, damit wir dann ein Feuer machen können. Aber da sehe ich, ist hier genug da. Pfirsiche, Hundefutter, Futter, das brauchen wir dann bestimmt auch noch. Hier die Klappe durchsuchen. Das vergisst man häufig auch. Brauchen wir auch alles nicht mehr. Ja, gut. Na dann, wie geht's uns denn? Wir sind erschöpft, hungrig. Wir müssen jetzt hier wirklich nur noch die 3 Tage absitzen. Hier ist es tatsächlich kalt. Also wenn ich das... Das ist halt auch... Sieht aus wie ein geschlossener Raum, ist es aber nicht. Es ist ähnlich wie die Kirche. Hier muss man also gucken, dass man möglichst auch das Feuer brennen lässt. Deswegen würde ich hier einfach mal ein paar Sachen auseinandernehmen. Und hier mit dieser Bügelsäge, das ist, glaube ich, das Werkzeug, was man braucht, um diese Containerkisten vom Flugzeug zu öffnen. Also wer da Interesse dran hat, der muss das dann auf jeden Fall auch finden irgendwie. Ich würde jetzt hier, wie gesagt, alles, was so ein bisschen aus Holz ist, auseinandernehmen, dass wir das Feuer schön brennen lassen können. Wo hier ja auch genug Feuerholz rumliegt. Dann machen wir doch mal hier ein bisschen Feuer. Feuer machen. Und dann schmeiß mal das hier rein. Tannenholzbuch. 5 Stunden, da können wir uns mal 4 Stunden ausruhen. Ja, so, das Feuer brennt jetzt noch 1 Stunde 25. Ich habe offensichtlich kein Beil mehr einstecken. Das habe ich dann wohl abgelegt, was vielleicht nicht so die beste Idee war. Denn jetzt muss ich tatsächlich gucken, dass ich das Feuer am Brennen halte. Also ich habe noch ein bisschen Zeugs einstecken. Ich kann hier natürlich jetzt Sachen weglegen, die wir mit Sicherheit nicht mehr brauchen werden. Einfach, damit wir dann mehr ertragen können. Ich würde hier wirklich die ganzen medizinischen Sachen brauchen, alles nicht mehr. Da kann ich nämlich noch mal ein bisschen rausgehen. Und nach Holz suchen. Genauso hier wie die ganzen Magnesiumfackeln. Alles jetzt überflüssig. Eine behalten wir vielleicht, falls ein Wolf in der Nähe ist. Ansonsten kann das alles jetzt weg. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen Holz draußen suchen.
sind zwar jetzt auch nur Zweige, die ich hier mitnehme, aber es geht uns ja halt nur darum, das Feuer am Laufen zu halten. Eventuell kann ich in dieser Fischerhütte noch Holz finden. Den Zedernast kann ich halt nur mit einem Beil auseinandernehmen, das ich wie gesagt nicht mehr habe. Können wir nochmal hier gucken, ob es Holz gibt. Was gibt es hier drin noch? Manchmal steckt auch hier ein Beil irgendwie im Geländer des Hauses. Da habe ich noch gar nicht geguckt. Sollte ich nochmal genauer schauen. Ich doch die Tür hier zumachen. Nee. Also ich könnte in der Fischerhütte gucken, an dem Kamin. Da drin gibt es ja häufig auch Holz. Ich muss halt nur ein bisschen aufpassen, dass uns keine Wölfe noch unbedingt anspringen. Wir wollen ja nicht kurz vor Schluss noch sterben. Das wäre wirklich doof. Aber hier gibt es auch ein bisschen Holz zumindest. Und hier gibt es auch ein Beil. Dann nehmen wir das doch noch mit. Ist auch praktisch, dass wir das jetzt noch gefunden haben. Da könnte man dann also auch noch Zedernholz und so weiter auseinandernehmen, beziehungsweise größere Schränke. Zedernast, Beil. Okay. Hat sich doch gelohnt, dann nochmal schnell zu dieser Hütte zu gehen. Jetzt ist natürlich das Problem, dass das Feuer schon ausgegangen ist. Kann ich das Bett auch auseinandernehmen? Nee, das geht nicht. Schade. Aber hier dieses Regal kann ich auseinandernehmen. Gut. Da müsste man dann auch erstmal gut weiterkommen. Essen möchtest du? Gar kein Problem. Haben wir doch genug einstecken. So, also. Schlafen könnte ich hier sogar. Derzeit ist es relativ warm. Ich mache mal 6 Stunden. Ich hoffe, dass das auch warm bleibt innerhalb dieser 6 Stunden. Das ist halt immer die Gefahr, dass wenn man schläft, die Temperatur so sehr sinkt, dass man dann doch friert. Aber es geht alles noch. Essen. Jetzt, wenn es nachts wird, ist natürlich die Gefahr wieder groß. Dass es halt kälter wird. Unser Wasser ist jetzt alle und wir müssen ja sowieso Feuer anmachen. Es ist jetzt minus 6 Grad. Dann machen wir hier also nochmal Feuer an. Ach, jetzt habe ich Holzkohle genommen, das wollte ich nicht. Ich wollte Feuer machen. So. Und dann werfen wir das hier mal alles schön rein. Auch die 10 Stöcke meinetwegen. Das Zedernholz spare ich mir noch. Und dann schmelzen wir Schnee. Es müssten eigentlich 2 Liter reichen für die Zeit, die wir hier noch verbringen müssen. Kochen wir auch gleich ab. Okay, was zu essen noch? Haben wir nichts, was wir warm machen könnten? Wie viel Zeit haben wir denn hier schon verbracht? Einen halben Tag. Ist also noch nicht sonderlich viel. So. Erstmal hier noch dieses tolle Wolfsfleisch. Und dann würde ich sagen, können wir ein bisschen Zeit verbringen. Also 5 Stunden brennt das jetzt noch. Das heißt, wir können 4 Stunden verstreichen lassen. So, jetzt leg mal auf jeden Fall
wieder Holz nach. Das brennt jetzt wieder 5 Stunden. Dann können wir uns mal 3 Stunden schlafen legen. So, ich würde das jetzt hier noch ein bisschen weiterführen, bis wir kurz vor dem Ende sind der Zeit. Dann schalte ich euch wieder zu. Also ich werde wahrscheinlich auch noch mal draußen Holz sammeln gehen, damit ich das Feuer am Laufen halten kann. Aber ich würde das euch nicht komplett zeigen, denn von der Zeit her möchte ich euch ja schon zeigen, wie wir diese Mission zum Schluss schaffen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. So, ich schalte euch jetzt nochmal zu. 2,7 von 3 Tagen haben wir jetzt geschafft. Uns geht es soweit auch relativ gut. Wir haben jetzt Durst. Ich würde jetzt noch trinken. Ich würde auch meinen Magen vollfüllen, alles machen. Und dann einfach gar nicht mehr schlafen, glaube ich. Sondern einfach nur noch die Zeit mit Kartenspielen runterlaufen lassen. Also wir könnten auch noch mal 3 Stunden schlafen. Und dann setzen wir uns einfach ins Bett und spielen Karten, bis die 3 Tage rum sind. Ich gucke noch mal ganz kurz. 2,8. Das heißt, wenn ich jetzt einfach 6 Stunden versuche zu warten, müsste das doch eigentlich hinkommen, dass wir die Challenge damit auch beenden. Mit Kartenspielen. Ganz passenderweise. Ort abgeschlossen, Berghütte. Das heißt, voilà, wir haben die Nomaden-Herausforderung geschafft. Und zwar in 49 Tagen, 6 Stunden und 18 Minuten. Achso, jetzt habe ich aus Versehen ausgewählt, dass ich das nochmal versuchen möchte. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich ins Menü zurück und müssten da eigentlich sehen können, das wollte man nicht. Ich müsste doch meine Abzeichen eigentlich mir angucken können. Zumindest ging das früher immer mal. Abzeichen hier. Herausforderung 5 von 5 sind abgeschlossen. Wir haben sie alle geschafft. Alle, die es zum jetzigen Zeitpunkt gibt. Ja, von den Leistungen haben wir eine immerhin schon mal voll bekommen. Bei den anderen können wir mal gucken, wie weit wir da sind. Bücherwurm nur 7%, kalte Fusion nur 22%, effiziente Maschine 23%, Feuermeister 6%, Schneewanderer 30%. Also das dauert, bis wir das schaffen. Ja, aber dann haben wir das doch alles wirklich, alle Herausforderungen gemeistert. Das heißt, wir können demnächst mal wieder einen Überlebensmodus probieren. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme nicht, wie weit wir mit dem Story-Modus inzwischen sind. Wenn der durch ist, ebenfalls, ja, müssen wir einfach mal gucken, was wir dann als nächstes hier bei dem Spiel machen. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zusehen hier von dieser Herausforderung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht auch geholfen dem einen oder anderen. Es gab ja diesen einen Hilferuf und ja, wie gesagt, für heute sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.